Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzbicki und dies sind die Themen für Montag, den 3. Juli. Das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr ist zu Ende gegangen. Zum Schluss stand noch die große Siegerehrung auf dem Programm. Auch am Sonntag waren Arbeiter nach dem Zusammenstoß zweier Züge in Lese damit beschäftigt, die Unfallstelle zu räumen. Die Strecke ist weiterhin gesperrt, die Bundesstraße allerdings frei. Seit seiner Rückkehr im Jahr 2011 breitet sich der Wolf in Niedersachsen kontinuierlich aus. Der Bereich um Rehburg steht unter Beobachtung. Der TUS und der Waldbadförderverein organisieren das erste Steierberger Entenrennen. Rund 1000 Plastiktierchen sollen am 22. Juli um 50 Preise schwimmen. Die Heimatspiele Marklohe feierten die Saisonpremiere auf der Freilichtbühne. Dazu trugen auch die lustigen Tänzer aus Wietzen bei. Zum Sport. 10 Jahre lang war Dirk Bruns rechts im Bild Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses. Den Stab bzw. die Tischglocke, ein besonderes Signet der Schiedsrichter, hatte er nun an Ton van der Born vom VfB Stolzenau weitergegeben. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Montag oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.